So, da sind wir wieder. Oh ja. Game of Thrones. Part ist mir egal. So sieht's aus. Ich hab null Ahnung, welcher Part. Ich glaube 13 ist es jetzt. Beste Level ist, ne? Ja, wir sind wieder Alistair. Der Maus hat zwischendrin mal wieder richtig entspannt. Einfach mal alles weggenatzt. Aber der macht ja nur Schaden, der Kollege. Ist sogar schon ein paar Mal gestorben mit dem. Ja, wenn das mal aufhören wird, so. Und wir laden, und wir laden, und wir laden, laden, laden. Das lädt. Oh mein Gott. Ach ja. Ja. Dritte Staffel, Game of Thrones. Im März 2013. Beste wär's. Oder Mai? Ja, aber nicht in Deutschland. Doch, in Deutschland. Ja? Ja. Ist das in Amerika schon draußen oder was? Nö. Nee. Aber es kommt ziemlich nah. Okay. Weil zum Beispiel The Walking Dead jetzt, was jetzt vor kurzem rausgekommen ist, das war eine Woche oder drei Tage danach. Haben die es realisiert. Wow, wir dürfen spielen. Ja, wir sind jetzt mit dem Outfit unterwegs. Obwohl ich das Outfit jetzt. Bis auf, dass er keine Kapuze mehr auffällt, weil er einfach nur scheiße aussieht, um einiges besser. Ja. Okay. Was denkt ihr, wo ihr hingeht? Der Zutritt zu diesem Haus ist untersagt. Beruhigt euch, Soldat. Das ist das Haus meiner Familie. Ich darf hier jederzeit eintreten. Ich habe strikten Befehl, niemanden das Haus betreten zu lassen. Nun geht eures Weges. Ich geb dir gleich mal. Okay. Quest? Ja, Mann, wir sind die Questlosen. Jetzt haben wir keine Quest. Darf ich's können? Ja, gut ist. Was denkt ihr, wo ihr hingeht? Ich habe. Okay. Abgeschlossen. Okay, wir haben die Quest abgeschlossen. Die Massen sind wankelmütig, nicht wahr? Gerade eben erst haben sie alle gegen die Verräter aufgeschrien und wollten sie aufknüpfen. Die Frau stirbt und sie wenden sich ab, entsetzt und plötzlich fromm. Wenn ihr meine Meinung wollt, ist das ein perfektes Beispiel für menschliche Scheinheiligkeit. Diese Frau war unschuldig. Die Menschen mögen es nicht, wenn ein Soldat damit durchkommt, bei Tage einen Unschuldigen zu töten. Es könnte morgen durchaus sie treffen. Egal, ob sie es verdienen oder nicht. Sie können nichts dagegen tun. Das ist keine angenehme Vorstellung. Ein interessanter Gedanke, Milord. Ich glaube allerdings, dass sie so schnell wie möglich versuchen werden, den Vorfall zu vergessen. In einer Woche oder einem Monat werden sie die nächste Hinrichtung mit dem gleichen Eifer verfolgen. Und hier bin ich und kann meinen Mund nicht halten. Ich habe euch schon lange genug aufgehalten, Milord. Mögen die Sieben euch beschützen. Ja, ich beschütze sie auch klar. Ja, okay. Die Blumen sehen übelst scheiße aus. Brutal. Guck dir das an. Ey, das sind die besten Blumen. Hubert. Sag mir, ich hab dich zuvor in den Fängen der Goldröcke gesehen. Du bist ein Diener von Garwin, nicht wahr? Lass mich in Ruhe! Ich habe nichts falsch gemacht! Ich bin ein Niemand! Ich weiß nichts! Er muss wissen, wo Garwin ist. Ich muss ihn beruhigen. Was tun wir? Mach das Rechte. Noch nie zurück. Mein Bruder, Garwin Sarwick, sollte eigentlich hier sein. Erzähl mir, was mit ihm passiert ist. Oh, im Namen des Vaters! Ich arme Schwein! Der Bruder von Lord Garwin! Ich bitte untertänigst um Entschuldigung, Milord. Das wusste ich nicht. Ich bin Hubert, der Stallbursche eures Bruders. Mit allem gebotenen Respekt, er hat nicht oft über die Familie gesprochen. Um ehrlich zu sein, hat er nie erwähnt, dass er einen Bruder hat. Das überrascht mich nicht. Er mischt sich in Dinge ein, die nichts angehen. Das darfst du mal entscheiden. Das Linke. Wie hätte es auch anders sein können? Garwin war noch ein Kind, als ich Flussrad verlassen habe.
Wieso? Ich werde mit dieser Sache keine Zeit mehr vergeuden, Stallbursche. Aber wisse, dass ich hier bin, um zu helfen. Erzähl mir bitte, was geschehen ist. Die Stadtwache hat sich gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und wollte mit dem Herrn sprechen, aber sie haben ihn dort nicht vorgefunden. Wir haben ihn hier auch schon lange nicht mehr gesehen. Manchmal hat er uns Anweisungen geschickt. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir einen Brief erhalten. Lambert, der Haushofmeister, hat ihn aufbewahrt. Er konnte nämlich lesen. Deshalb haben sie ihn mitgenommen. Er wusste etwas mehr als die anderen. Die Mutter erbarme sich seiner. Ich muss in das Haus gelangen. Wir haben schon längst die Hilfen sein müssen. Ich will diesen Brief. Das scheint wichtig zu sein. Hat der Haushofmeister den Inhalt des Briefes erwähnt? Ja. Er sagte, dass Lord Garvin sich auf dem Weg nach Königsmund befindet und dass wir für seine Ankunft Vorbereitungen treffen sollen. Aber wenn ich an seinen Gesichtsausdruck beim Lesen denke, stand da noch etwas anderes. Und das waren keine guten Neuigkeiten. Weißt du, was mit dem Brief passiert ist? Die Goldröcke haben das Haus durchsucht. Entweder haben sie ihn gefunden und mitgenommen, oder er liegt noch irgendwo herum. Ich will euch außerdem nicht vorenthalten, dass neulich der Brief einer Frau eingetroffen ist. Er war parfümiert. Den hat Lambert recht schnell verschwinden lassen. Er hat gesagt, dass das die privaten Angelegenheiten von Lord Garvin seien und dass darüber nicht geklatscht wird. Was hat er damit gemacht? Lambert hat immer alle wichtigen Dokumente in einem besonderen Versteck aufbewahrt. Es ist oben in seinem Zimmer. Interessant. Mit etwas Glück haben die Wachen das Versteck nicht gefunden. Ich brauche diese Briefe. Habt ihr die Goldröcke vor der Tür gesehen, Milord? Das ist gefährlich. Noch mehr Fragen oder direkt ins Haus? Ich hab keine Fragen. Go, der Mensch. Okay. Ich brauche diese Briefe, Hubert. Fragen und Plagen, was geht's? Gibt es einen anderen Eingang, der nicht von der Stadtwache bewacht wird? Ich meine, wir wollen ja auch immer fertig werden mit dem Spiel, ne? Die Falltür, die in den Keller führt, hinter dem Haus. Bewachen die Männer der Stadtwache die nicht? Keine Ahnung. Aber sie interessieren sich nur für Garvin und nicht für das Haus selbst. Gehen wir. Zeig mir den Weg. Ich flehe euch an. Nein! Nach dem, was sie Jana angetan haben, Milord, würde ich es vorziehen, kein Risiko einzugehen. Überzeugen wir ihn? Gehen wir alleine? Oder bezahlen wir ihn? Das ist eine gute Frage. Das mit dem Bezahlen können wir vergessen, wir haben kein Geld. Ja, überzeugen oder allein gehen? Aber ich weiß nicht, ob der Weg einem angezeigt wird. Ja, wenn er uns folgt, können wir ihn ja folgen. Ja, dann müssen wir überreden, ne? Hubert, im Haus könnte ein Hinweis sein, der es mir ermöglicht, meinen Bruder zu finden, bevor die Stadtwache ihn in die Finger bekommt. Ich habe keine Zeit, hier im Kreis zu rennen. Hilf mir! Na gut, aber wir müssen uns beeilen. Hier will ich nicht bleiben. Achtung, Milord! Ach du Schande, Alter! Der ist ja gerannt wie eine Rakete. Ich hätte fast aus den Augen verloren. So wie jetzt zum Beispiel. Alter, du drehst ja die Kamera, das ist ja ohne aller Würde. Ja, so geht die Kamera auch nicht. Die Kamera ist sehr sensibel, weißt du doch. Hier ist es. Umstellen, ne? Seht ihr die Falltür dort? Sie führt in den Keller. Praktisch und diskret. Ich habe sie oftmals benutzt, wenn ich aus der Taverne zurückkam. Und keine Wache in Sicht. Perfekt. Sobald ihr unten seid, geht ins unterste Geschoss. Seid vorsichtig, der Keller ist nur schlecht beleuchtet. Lambert hat die wichtigen Dokumente immer in einer kleinen Nische hinter einem alten Schild in seinem Zimmer versteckt. Der Brief der Frau sollte dort sein. Und der andere Brief, nun, ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Durchsucht am besten alle Räume. Vielleicht ist er noch dort. Ich finde ihn, keine Sorge. Mögen die Sieben mit euch sein, Milord. Ja, Zigeuner geht weg. So,
Da ist die Falltür. Oh Gott, das Riesending kann man auch kaum übersehen. Ja, ihr könnt zu jeder Zeit des Spiels in die Option des Schwierigkeitsgrad ändern. Das brauchen wir nicht. Ja. So, Haus der Sarmix. Wo wir bei dem locker auf Fleisch spielen könnten. Und bei unserem anderen Nab könnten wir locker auf Rare spielen. So. Okay, da ist nichts hier. Hinter seinem Schild irgendwie. Ja, aber ich soll ja alle Räume durchkämpfen. Man weiß ja nie, wo die Schätze so sind. Kurz, wo Silber man das jetzt schon auch geben kann. Achso. Naja, wir haben gespart. Enthält den Eintrag was an? Wieso sehen wir das nicht? Nimm einfach alles. Alles nehmen. Was oder so. Naja. Nein, diese Tür führt auf den Platz. Nicht. Keine Grafikbugs halt. Alles nehmen. So. Gerade ein Diskret. Das sind ja totale Grafikbugs. Irgendwas hast du gemacht. Keine Ahnung, was ich gemacht hab. Ja, ja, schon du, die. Unser Haus wurde geplündert. Die Stadtwache hatte wirklich einen großen Tag. Schon wieder nix. Wir haben zwar Quests, aber ich verstehe. Nicht lesen. Es hat den Anschein, dass mein kleiner Bruder sich in eine von Chatayas Huren verliebt hat. Oh, das ist schlecht. Ich muss hier eine. Muss raten, welche Quest du hast und welche. Besuch abstatten. Diese Verlena könnte wissen, wo Garvin irgendwas zu finden ist. Irgendwas in der Textdatei von dem Spiel kaputt ist. Ja, scheint so. Unglaublich. Wir haben Wachen an jedem Eingang. Aber es gibt trotzdem immer eine Ratte, die es hineinschafft. Kommt, Männer. Es gibt hier Ungeziefer zu vernichten. Da hätte ich nicht einfach so auf die Leute zustimmen dürfen. Die sterben jetzt, ne? Es ist schön, dass du sehr mitfühlen willst. Das kann ich ja nicht ahnen. Das ist kein Schleichmodus oder so. Natürlich kannst du schleichen. Und man rennt auch nicht genau vor dem ihrem Gesicht aus dem Zimmer raus. Jetzt will ich sehen, wie das überlebt. Kamera. So far, ich kann nicht raus. Paralysierende Pulver, vergiftete da. Hab ich schon, was ist das? Flammenwaffe. Hat noch Abwehrzeit. Ne, Fiole benötigt. Ganz ehrlich, ich hätte erstmal die Noobs ausgeschaltet, aber. Don't need Noobs. Ja, aber ich meine, die haben einiges weniger Rüstung und auch weniger Leben. Aber die beiden Noobs hätte es jetzt schon ausgeschaltet. So, heißt du mich eigentlich die ganze Zeit? Ja, ein bisschen. Mal ein bisschen. Ja.
frage mich, ob der Kampf jetzt unausweichlich war oder ob man das auch hätte verhindern können. Eine gute Frage. Weil ja auch sein können, dass sie so oder so in das Zimmer reingelaufen wären und du jetzt gar keine Chance gehabt. So, gespeichert. Dann beenden wir auch den Part. Mal gucken, ob ich das mal mit dem Text hinkriege. Boah, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.